Hallo bei der Wanderimkerei Kolbe. Ich will mal ein Video machen, wie wir unseren Wachs ausschmelzen, unsere Altwaben. Gerade jetzt, wenn wir jetzt im Frühjahr die ganzen Altwaben rausbringen, die Honigraumrähmchen aussortieren, haben da eigentlich ein schönes Verfahren, was relativ kostengünstig und effizient ist. Also hier vorne haben wir einen schwedischen Dampferzeuger, mit dem machen wir unseren Wasserdampf. Haben dann hier eine große Schleuder gebaut, wo wir dann in den Korb Waben reinstecken können. Bei Honigraumrähmchen funktioniert das auch wirklich schön, weil die wenig Trester haben. Also der Spüreffekt funktioniert nicht so wirklich dolle, aber bei Honigraumrähmchen ist das Ergebnis wirklich schön. Für Brutraumwaben machen wir es so. Hier kann man das sehen. Einfach in den Waschkessel kochendes Wasser. Dann spürt man das. Die Rähmchen sehen wirklich gut aus und durch dieses Schuckern hat man immer eine schöne saubere Wasseroberfläche. Und dann, ja, Florian, kannst du eigentlich gleich mal zeigen, kann man den Tröster dann mit dem Wachs schön runternehmen. Gut, die Rähmchen sind jetzt noch nicht ganz sauber, aber wie hier drunter, diese Rähmchen, die sind picobello. Und auch das tausendste Rähmchen sieht dann noch wirklich so aus. Also man kann den Prozess immer weiter... Ja, ganz ruhig. Man kann den Prozess immer weiterführen. Wie gesagt, man hat dann oben nach 20, 30 Waben diesen Schlick. Den kann man mit dem Sieb ganz normal runternehmen. Da hat man auch den meisten Wachs mit drin. Ja, dann hat man das dann so im Eimer. Das bleibt relativ lange auch warm. Wir haben heute jetzt auch nicht so hohe Temperaturen, 8, 9 Grad. Und wie gesagt, das tun wir dann eben, ich hoffe, man sieht es. Na, man sieht es nicht richtig. Hier unten drunter habe ich einen Holzrost, wo ich dann erst diesen Schlick reinmache und dann quasi die Honigraumrähmchen drauf. Und dann kommt hier der Wasserdampf raus. Dann lassen wir das 5 bis 6 Minuten im Dampf ziehen, heiß werden. Und dann schleudere ich den Korb einmal durch. Dann kann ich die Rähmchen so rausnehmen, nehme unten den Tröster raus. Da ist gar nichts mehr drin. Und dann haben wir hier ein wunderschön sauberes Wachs. Das lasse ich dann nochmal durch den Zyklaven, dass es sich schön klärt. Und mehr muss man eigentlich gar nicht machen. Den Tröster will ich noch schnell zeigen. Das ist dann hier. Die machen wir auch gleich in so kleine Kisten. Da haben wir einen, der nimmt die für einen Komposthaufen. Und man sieht, außer Pollenreste ist ja eigentlich nichts drin. Ja, der ist schon komplett trocken und sauber. Und krümelt schon richtig. Gut, das war es erstmal soweit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.